Hallo. Marcel Davis, 1 und 1. Mein Name ist Shizu und herzlich willkommen bei Shizus Random Stuff. Shizus Random Stuff. Wer mich kennt, der weiß, ich neige dazu, manchmal ein bisschen delusional zu sein. Ey, Freundchen. Der Kriminelle hier. Der Kriminelle. Sie ist so frech und kriminell. So frech und kriminell bist du. Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein kreativer Mensch bin, ab und zu mal. Allerdings auch ein bisschen sprunghaft, was meine Interessen angeht. Ich habe irgendwann mal ein Video darüber gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das hochgeladen / veröffentlicht habe zum Thema zu viele Hobbys, zu wenig Zeit. Das gehört so ein bisschen in diese Kategorie. Und zwar habe ich mir letztes Wochenende gedacht, was wäre, wenn ich eigene Press-on-Nails machen könnte? Manch einer denkt sich jetzt vielleicht, und dann? Wie kommt man darauf? Ich habe Werbung bekommen. Ich habe von Freunden davon erzählt bekommen, weil ich ab und zu schon mal im Nagelstudio war. Ist inzwischen schon bestimmt über ein Jahr her, dass ich das zuletzt gemacht habe. Aber grundsätzlich finde ich das immer total cool. Aber erstens, Nagelstudio ist teuer. Zumindest, wenn man das regelmäßig macht und auch vor allem dann, wenn man ein bisschen aufwendigere Designs machen möchte. Und da dachte ich mir, es ist etwas, das man customizen kann. Ich mach das aber selber. Also habe ich nicht lange gezögert. Doch, ich habe eine Nacht drüber geschlafen, fürs Gewissen. Aber dann relativ zeitnah das Internet konsultiert und diverse Gegenstände und Hilfsmittel gekauft, die mich bei dieser Delusion unterstützen werden. Und deshalb dachte ich mir, ich filme das einfach mit. Ich habe in meinem Leben maximal meine Nägel selbst lackiert. Feilen finde ich ganz grauenhaft, aber ich glaube, an Plastiknägeln wird es nicht so schlimm sein. Aber so grundsätzlich Nägel so abfeilen, da schüttelt es mich. Dinge anmalen, Dinge designen, mit Farben rum experimentieren, das finde ich schon ein bisschen geil. Ja, genau. Und deshalb dachte ich mir, ey, ich nehme euch einfach mal wieder mit. Ich habe jetzt auch eine gute Kamera, vielleicht sieht man es nicht. Auf jeden Fall, ich bin scharf. More or less. Und dachte mir, das ist doch voll die funny Video-Idee. Dann können wir gucken, was so meine ersten Tries sind, ob es tatsächlich cool ist oder eher scheiße aussieht. Ich meine, bei jeder kreativen Sache hat man ja auch eine Lernkurve. Also dafür, dass ich das dann heute oder später oder morgen, wann auch immer ich dazu komme, das erste Mal mache, dementsprechend kann man ja mal schauen, was dann später noch so draus wird. Ich finde bei solchen kreativen Sachen den Anspruch immer sehr cool, auch dann für Freunde eben Sachen machen zu können. Ich habe früher schon immer mal so Freundschaftsbändchen geknüpft und so, auch in ganz verschiedenen bunten Farben. Zeichnen tue ich auch ab und zu. Das Ding ist bei mir mit Hobbys, ich bin in nichts so richtig gut, außer vielleicht in Audiosachen, aber das ist auch mein Beruf, dementsprechend besser ist es. Aber ich habe viele, viele Interessen und viele Sachen, wo ich sage, oh, das würde ich voll gerne machen, oh, das würde ich voll gerne mal ausprobieren. Aber in nichts bin ich so richtig versiert, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich habe das sehr lange als einen Makel gesehen und versuche in letzter Zeit immer mehr, das eher als meine Qualität zu betrachten. Dass ich eben nicht nur stur auf eine Sache gelevelt bin, sondern immer offen bin für Neues und Kreativität keine Grenzen vorschiebe. Und ja, eigentlich ist das ja eine ganz coole Sache. Versuche ich mir einzureden zumindest. Zum Thema Mittelmäßigkeit und mit seiner Mittelmäßigkeit ins Reine kommen, wollte ich tatsächlich demnächst auch mal ein eigenständiges Video machen. Also falls ihr das sehen wollt, würde es mich sehr freuen. Und jetzt würde ich sagen, was wir auf jeden Fall heute noch machen, ist Sachen auspacken. Da habe ich nämlich ganz viel Bock drauf. Es ist noch nicht alles angekommen, was ich brauche, aber zumindest schon mal so das Grundsammelsurium, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, gucken wir doch einfach mal, was ich so Schönes käuflich erworben habe. Dann beginnen wir doch mal mit dem ersten Päckchen. Das könnte sich hier drin verbergen. Aha, so, das Pinselset. Also hier sind so diverse Sachen drin. Ich mach das mal auf. Da haben wir jetzt zum Beispiel hier so ein Set von so Nail Art Designern mit verschiedenen Stärken. Blümchen oder sowas schon mal easy mitmachen. Und hier habe ich jetzt einfach ganz frech ausgeschüttet. Muss ich mir gleich nochmal überlegen, ob ich da einen besseren Ort finde für die Aufbewahrung. Ah, hier ist noch so ein Dotting-Tool. Kann man das sehen? Hier so. Genau, da haben wir hier so ganz viele verschiedene Stärken. Ich habe irgendwann mal von einem Drag-Event in 2019 diesen Becher hier mitgenommen. Und ich glaube, das ist prädestiniert, um einfach hier
Pinselaufbewahrort zu sein. Die waren jetzt nicht sonderlich teuer. Dementsprechend sind die jetzt nicht irgendwie crazy verarbeitet. Perfekt. Dann haben wir als nächstes diesen Spaß hier. Und zwar wurde mir das empfohlen online. Und zwar sind das so Halter. Die funktionieren folgendermaßen. Man hat diese Base mit den Magneten, die vermutlich nicht super stark sind, aber ist auch nicht so schlimm. Und da packt man sich dann hier diese Geräte drauf. Und dann kann man darauf quasi den Nagel legen. Man kann mit so einem Patafix-mäßigen Zeug das festkleben. Ich dachte eigentlich, das wäre dabei. Sieht aber nicht so aus. Bauen wir das zweite einfach auch noch auf. So sieht das dann quasi aus. So, nächstes. Alrighty, das sieht doch auch sehr vielversprechend aus. Da haben wir zunächst mal ein Set aus Pfeilen, so groben Pfeilen. So einem, das ist sogar bedazzelt, so einem Ding zum Plastikstaub abputzen und so Buffing Blöcke, um entweder die Naturnägel vom Auftragen oder die Kunstnägel so ein bisschen anzurauen und den Halt zu verbessern dadurch. Dann, auch sehr wichtig, die Tipps. Da habe ich in dem Fall jetzt so Softgel genommen. Ich bin auch mal gespannt, wie die sind. Ich habe ja überhaupt keine Vergleichswerte, habe aber in diversen Tutorials gesehen, dass diese Art von Nägeln ganz gut sein soll. Ah, interesting. Das sind noch gar nicht so viele, wie ich dachte. Ja, okay, 192, das ist schon in Ordnung. Hier diese kurze, so sieht man es, diese kurze Mandelform habe ich mir erstmal geholt, weil ich das so für den Alltag für relativ realistisch halte. Kann ja mal gucken. Die sind zur Spitze hin ein bisschen dicker und zum Ansatz hin dünner und so ein bisschen angeraut, dass die halt gut auf dem Nagel haften bleiben im besten Fall. Das schauen wir uns später mal in Ruhe an. Als nächstes haben wir Gel Polish. Ich weiß nicht, welcher von denen das ist. Ich habe mehrere bestellt, aber das ist dieselbe Marke wie die Soft Gel Tips auch. Das ist das gute Stück. Ist einfach ganz klassisch weiß für French Tip oder halt Verzierung in weiß. Habe ich mir auch direkt dazu geholt. Und auch sehr wichtig, Base und Top Coat. Habe ich bei mehreren Leuten gesehen, dass die auch actually was taugen. Nun zur finanziell größten Investition. Ist jetzt auch kein Beinbruch gewesen, aber dennoch. Diese Maschine hier. Es gab die sowohl in grün als auch in pink zu dem Preis. Und ich habe die eigentlich in grün bestellt, I think. Ah, innen drin ist sie türkis. Auch in Ordnung. Eine coole Farbe, actually. Bin ich nicht mehr drüber. Und zwar habe ich die eigentlich aus dem Grund bestellt, weil die einen Metallboden hat. Sieht man hier hoffentlich auch, genau. Relativ viele Lampen und einen Metallboden, sodass ich hoffe, kann jetzt sein, dass ich Quatsch erzähle, aber meine Hoffnung war quasi, dass statt einem Plastikboden da hier die Wellen so ein bisschen mehr reflektiert werden würden, dass quasi die Wirkung potenziell stärker ist. Jetzt müssen wir gleich mal was Wichtiges testen. Sie passen sogar gleichzeitig rein. Ein Traum. Dann zeige ich euch jetzt noch, was ich neben dem bestellten Kram schon vor Ort gekauft habe. Zum einen hier dieses Ding, ein Cuticle Pusher. Mal gucken, ob es überhaupt nötig ist. Dann habe ich im Angebot noch einen glitzernden UV-Lack gekauft. Mal gespannt, wie der aussieht. Dann noch einen acetonhaltigen Nagellackentferner, weil ich gelesen habe, zum Dehydrieren der Nägel ist es gut. Dann bappt das Ganze auch besser. Und ja, insgesamt Aceton für UV-Nägel gut zu haben. Und dieses Ding hier, ein Nagelkleber. Da bin ich mal gespannt, ob ich den... Och Lotte, sie hüpft an der Tür hoch. Ob ich den überhaupt verwenden werde, weil ich eigentlich mit so Sticky Pads arbeiten möchte, damit die Nägel nicht so ganz, nicht permanent, aber zumindest etwas weniger lange halten. Es herrscht natürlich Safety First, deshalb werde ich Handschuhe anziehen. Zur Sicherheit auch eine Maske. Ich habe eine wichtige Sache vergessen. Und zwar dadurch, dass bei diesen Dingern ja jetzt hier dieses Patafix-Gedöns nicht dabei war, muss ich mir überlegen, wie ich die Nägel da drauf kriege. Und ich glaube, ich hole mir dafür jetzt ein bisschen Tesa. Gleich wieder da. Perfekt. Ich habe jetzt hier einfach so ein bisschen Kreppband draufgeklebt und hoffe, das funktioniert gleich. Wir preppen jetzt auch erstmal. Dafür brauche ich die Handschuhe noch nicht. Und zwar legen wir erstmal damit los,
dass ich mir hier passende Größen raussuche. Ich habe hier gesehen, die gehen durch von 0 bis 11. Der Daumennagel ist grundsätzlich ja so ein bisschen kantiger, deshalb bin ich da am Überlegen, ob ich vielleicht, was abschneide oder so. Was ist die richtige Größe? Man fragt sich. 1, 4, 5, 6, 9. Okay, dann mounten wir die Bad Boys mal. So sieht das Ganze jetzt aus. Und dann würde ich sagen, ich mal eine Runde. Als erstes fangen wir mit diesem Block hier mal an, die so ein bisschen abzufeilen. Man kann erkennen, die werden so ein bisschen milchiger dadurch. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich kann mir vorstellen, dass ich an den Rändern nicht ganz so ordentlich gearbeitet habe. Da gehe ich vielleicht gleich nochmal ran. Man sieht hier bei diesen Tipps vorne auch, dass noch so ein Plastikrest da ist. Den können wir aber gleich abfeilen, bin ich mir sicher. Genau, ja, dann würde ich sagen, wir legen los mit einer Runde Grundierung. Okay, der Basecoat ist drauf. Jetzt müssen wir das Ganze in dieses schöne Gerät hier legen. Ich lege das einfach schon mal rein und sage 60 Sekunden und wir hoffen aufs Beste. Okay, so far so good. Ich habe keine Ahnung, ob das cute ist oder nicht, aber ich würde einfach mal davon ausgehen, es war jetzt 60 Sekunden drin. Und ja, der nächste Schritt wäre die erste Farbe. Und da ich bisher nur Schwarz, Weiß und Glitzer habe, ist mein Plan, Glitzer zu nehmen, zu gucken, auch wie deckend das ist. Und dann darauf so ein bisschen zu dekorieren gleich. Deshalb mache ich mal eine Schicht Glitzer. Dann hoffen wir mal aufs Beste. Alright. Also das ist jetzt ein Coat. Kann man nicht meckern, würde ich sagen. Okay. Rein da. Fühlt sich immer noch sehr klebrig an, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht müssen die nochmal. Machen wir nochmal für 60 Sekunden. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen besser, würde ich sagen, aber nicht optimal tatsächlich. Also ich habe das Gefühl, es klebt immer noch so ein bisschen, aber die Farbe ist richtig geil. So, die Überlegung ist jetzt, mache ich die alle irgendwie designt oder lasse ich einen unbearbeitet? Und was mache ich überhaupt? Hier ist das Weiß zum Beispiel, da gehe ich jetzt einfach mal mit dem dünnen Tool hier rein. Okay, also es ist jetzt nicht ganz accurate. Oh, wow. Ach du Scheiße. Maybe? So reverse French Tip? I don't know. So, das ist der aktuelle Stand. Der kann sich sehen lassen, finde ich. Jetzt kommt am Schluss noch ein Topcoat drüber und dann ist die erste Ration Nägel, glaube ich, sogar fertig. Nur eine Hand heute, aber macht ja nichts. So sehen unsere Prachtstücke gerade aus. Ich bin mir, wenn ich ehrlich bin, nicht hundertprozentig sicher, woran ich erkenne, ob sie durch sind. Aber das wirkt doch relativ fest auf mich. Ich mache trotzdem zur Sicherheit nochmal eine 30-Sekunden-Runde. Die Tools, die ich hier habe, die sind natürlich auch so ein bisschen dreckig geworden. Das werde ich dann gleich mal mit dem Acetonreiniger hier sauber machen. Ich denke mal, dafür kann man den ganz gut verwenden. Ich löse das jetzt mal ab hier. Man weiß natürlich nicht, wie dieser Klebstoff von dem Klebeband drauf reagiert hat jetzt. Ah doch, nee, geht ab. Okay, da muss ich mir auf jeden Fall eine Alternative ausdenken. Hier am Rand sieht man, da ist was vom Klebeband übrig geblieben. Aber ich gucke gleich mal, ob ich das weggefeilt kriege. Auch hier oben sieht man, hier an der Kante ist so ein bisschen Rest über gewesen. Aber auch das versuche ich gleich einfach mal zu feilen. Aber so an sich, so vom Konzept her, doch eigentlich ganz süß. So sieht das Ganze jetzt noch ein bisschen Fixing aus. Ich glaube, das kann man an sich so machen. Aber in Zukunft werde ich das auf jeden Fall versuchen, mit der Patafix-Alternative zu machen, damit die Farbe auch nicht so überläuft und kleben bleibt. Ich glaube, das ist auch hier bei dem kleinen Nagel hier oder hier an der Kante mit dem Überlack ein bisschen ein Problem geworden. So, jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch noch irgendwie aufkleben. Zumindest die eine Hand sollte von der Länge her hinkommen. Ja, die sind auf jeden Fall länger als meine Naturnägel. Das Problem ist nur, dass die ein bisschen zu wenig gebogen sind. Und ich habe online einen Trick gelesen, dass man, wenn man die an ein heißes Glas hält, für ein paar Sekunden zumindest, dass man die so ein bisschen ausdehnen kann. Ja, das sieht schon besser aus. Ich probiere das jetzt einfach. Im allerschlimmsten Fall fallen die instant wieder ab und dann muss ich sie nochmal dran machen. Good luck, würde ich sagen. Ja, keine Chance. Ich glaube nicht, dass es halten wird.
Oh, I stay corrected. Hey, damn, wie das einfach hält. Ich bin begeistert. Also die Passform ist nicht optimal, würde ich sagen. Das ist ausbaufähig. Aber, lol, it works. Oh, der ist zu groß. Der ist zu groß. Krass. Ja. Ja, Freunde, also das ist das Ergebnis. Ich muss sagen, ich bin gar nicht mal so unzufrieden. Also, es gibt noch ein paar Issues. Ich glaube, aus der Ferne sieht man das gar nicht so sehr. Aber hier, der Daumen ist halt recht problematisch. Da ist halt super viel frei. Das muss ich, wie gesagt, noch fixen. Der Zeigefinger ist eindeutig zu groß. Aber alles andere. Und ich bin vor allem begeistert, wie gut dieser Kleber hält. Und auch ein bisschen besorgt. Ich hoffe, ich kriege das wieder ab, wenn ich es abhaben muss. Und ich werde jetzt einfach so rumlaufen morgen und dann mal schauen, wie lange mir das Ganze hält. Geil! Ja, moin! Die Girlies sind immer noch am Start. Wie gesagt, ich finde immer noch, der kleine Finger sieht am besten aus und der Daumen am most wonky-mäßigen. Ich bin auch im Nachhinein am Überlegen, ob ich die weiße Spitze hätte vorne machen sollen, so French-Tip-mäßig, aber ich meine, sieht jetzt auch nicht verkehrt aus. Anyway, ich habe in meiner nächtlichen Delusion gestern natürlich nicht bedacht, dass Nagelkleber essentiell Sekundenkleber ist und der nicht so einfach abgeht. Und Ende der Woche werde ich meine Finger ohne Nägel auf jeden Fall brauchen. Deshalb kann es sein, dass ich in ein paar Tagen mal mit Aceton ran muss und dann kann es sein, dass die kaputt gehen werden. Ich habe mir jetzt mal diese Sticky Tabs bestellt, die man dann in der Theorie super leicht ablösen kann, sodass der Naturnagel auch nicht beschädigt wird. Für Future Use ist natürlich jetzt ärgerlich, weil ich Nagelkleber dann jetzt hier rumstehen habe, aber naja, also falls man mal was Permanenteres möchte, dann hat man den auf jeden Fall am Start. Ich habe gerade versucht, schon den Daumen mal probeweise einzuweichen in Wasser mit Öl und Spülmittel, weil ich online gelesen habe, dass man damit Kleber eventuell lösen kann. Na, also eventuell habe ich es nicht lang genug gemacht. Aber ich glaube, bei diesem Kleber ist das nicht aggressiv genug. Der ist schon wirklich bombenfest. Also lass es jetzt mal drauf ankommen für ein paar Tage, in der Hoffnung, dass es mir nicht zu sehr auf den Sack geht und zu sehr weird aussieht, dass ich so halb unterwegs bin. Und im allerschlimmsten Fall muss ich sie halt vorm Wochenende einmal radikal ablösen. Anyway. Das war's im Grunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich habe vorhin schon mal so ein bisschen in die Videoaufnahmen reingeschaut und die Qualität ist ja mega geil. Ich habe nur mit den Pegeln verkackt. Habe ich am Anfang auch einen Disclaimer hingepackt, aber trotzdem, ich erzähle jetzt davon. Die Kamera wurde zuletzt beim Live-Auftritt von Sasi, Saku und mir, also Triple S, benutzt als Aufnahme und deshalb hatten wir den Ton vorher so gepegelt, dass der direkt vor der Bühne nicht übersteuert oder möglichst wenig übersteuert und dementsprechend, wenn ich halt hier so rumflüster, ist das sehr leise. Ich musste 30 dB Verstärkung draufpacken, also dementsprechend sorry fürs Rauschen, nächstes Mal wird's besser. Peinlich, wo ich am Anfang noch gesagt habe, ich bin in nichts gut außer in Audio. Naja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Und falls ihr in der Zwischenzeit mehr von mir sehen wollt, kann ich euch wärmstens empfehlen, mir auf Instagram zu folgen. Das hier ist der Username, dem ihr folgen müsst. Ich poste auf Instagram relativ regelmäßig, insgesamt einfach auch viel so casual aus dem Leben Gedöns. Aber auch wenn ihr nichts verpassen wollt, auch was meine Musik angeht und so weiter, da soll es demnächst nämlich auch endlich mal wieder einen neuen Release geben, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr dort vorbeischaut. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ich habe viele Themen im Kopf. Mal schauen, wann ich dazu komme. Ich habe auf jeden Fall Bock und freue mich, euch wieder vollzulabern. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.